Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Heute müssen wir uns um das hier mal kümmern. Hier haben wir eine Seite, die wir noch umarbeiten müssen, die hier auch. Und ich weiß gar nicht, ob es auf der anderen Seite auch so ist. Nee. Also nach hinten und nach links. Da müssen wir umarbeiten. Ich habe letztes Mal vergessen, die Mobfalle auszustellen. Ich habe vergessen, die zwei Anlagen hier auszustellen. Deshalb produzieren die hier alles noch. Und wir müssen jetzt mal hier unten rein. Tja, das war nicht so klug, du doofe Spinne. So, und wir müssen hier jetzt aufreißen und dann das hier durch den anderen Cobblestone-Schüssel ersetzen. Aber ich glaube, das machen wir bloß bis hier. Das war abzusehen. So, durch den hier müssen wir das ersetzen. Dafür musste ich erwarten, bis ich ein Jetpack habe. Sonst wäre ich hier. Ja, sonst hätte ich mich einfach runterbauen müssen. Das ist aber ein bisschen doof natürlich. Deshalb ist es jetzt mit Jetpack viel einfacher. Ja, noch nicht. Da vielleicht. Ja. Dass der Turm einfach von außen auch ansprechend aussieht oder gleichmäßig. Geht ja zum Glück auch ziemlich schnell. So. Und dann habe ich schon weg. Nein, nicht den falschen platzieren. Den hier. So. Dann müssen wir uns gleich auch wieder mal um Solarzellen kümmern. So, jetzt können wir das nämlich mit Bilderswand alles hier, zack, zack, schnell hochziehen. So, da ist schon wieder zu. Immer Angst, dass ich dann plötzlich irgendwas mega Großes platziere. So. Also von außen sieht es jetzt gut aus wieder. Von innen natürlich nicht so. Ach, fuck. Das ist ja auf der Spitzhacke ist Flame drauf. Oder ne, Autosmelt. Autosmelt. Das heißt, sobald ich einen Cobblestone abbaue, kriege ich daraus Cleanstone. So. Gut, das hätten wir geschafft. Dann würden wir uns nochmal um ist hier voll. So, da rein. Da rein. Da rein. Da haben wir auch noch ein paar. Limestone können wir leider nicht reinmachen, weil hier schon wieder alles voll ist. Aber das ist gut, weil den Marble werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge brauchen. Warum arbeitest du nicht? Ach, der hat schon.
Er hat ja schon wieder gearbeitet, das ist gut. So, Solarzellen. Wir haben hier schon was vorbereitet wieder. Vom letzten Mal noch. Solar. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was wir hier noch alles haben. Wir haben hier von denen noch und von denen. Wir brauchen wirklich mal mega viel mehr Strom. Was braucht man denn dafür noch? Holz ist klar. So, also Redstone, Aluminium. Habe ich jetzt 2, 4, 6, 7, 9 Stacks, machen wir mal. Ach nee, davon brauchen wir ja viel. Ach, Sand haben wir keinen. 2, 4, 6 Stacks. Glas brauchen wir nämlich, das ist viel wichtiger. Und Glas haben wir natürlich nicht. Zwei Fused Quartz Glas. Aber das war es dann auch schon wieder. Das ist ungeschickt. Das ist mal wieder eine gute, durchdachte Planung. Wir brauchen auch mehr Öfen. Die werde ich vielleicht an die Seite klatschen. Wir bauen jetzt mal kurz das Aluminium, tun wir mal wieder weg. Ich baue jetzt mal hier hinten noch kurz um. Dann kommt dann nämlich noch mal eins hin. Den da oben müssen wir wahrscheinlich wieder wegmachen, dass wir die hier aufmachen können. Genau. Aber jetzt, warte mal. Machen wir die Transfernode weg. Der hier ist wahrscheinlich auch fertig. Das ist gut. Dann stellen wir nämlich da unten eine Kiste hin. Transfernode. Jetzt zieht es automatisch raus. Das passt mir. Da machen wir mal nichts. Und da auch nicht. Unten machen wir Output. Das macht er zwar auch automatisch, aber sieht einfach korrekt aus. Gut, dann können wir hier eigentlich eine Doppelkiste draus machen. Und dann machen wir den hier auch noch schnell weg. Und füllen den hier an der Seite. Vielleicht den Slab da gerade weg. Guck mal an die Kiste dran. Weiß noch nicht, ob der das. Ja, macht er. Gott. Okay. Dasselbe machen wir jetzt auf der Seite natürlich auch wieder. Sind jetzt noch ein bisschen Aufräumarbeiten. Die müssen auch manchmal sein. F7 sollten wir mal anmachen, um zu gucken, dass hier keine Besucher kommen. Ist nämlich nicht für Besucher geöffnet hier. Sehr schön.
So, jetzt haben wir die Ecken fast überall gleich. Hier müssen wir noch. So nicht, mein Freund. So nicht. Hallo? Hörst du mal auf mich? Was mir jetzt ein bisschen stört, ist dieses Teil hier. Warum haben wir da leer gelassen? Und dann machen wir jetzt die Lampe da ins Eck rein. So, das sieht es ein bisschen besser aus. Obsidian haben wir noch genug. So, jetzt passt das wenigstens mit den Ecken. Dann reißen wir mal das hier noch alles ab. Da geht es nach unten, das behalten wir mal noch. Beziehungsweise. Könnten wir das umlegen. Achso, warte, das sollten wir mit der Wrench machen, war das, glaube ich. Warum habe ich das eigentlich nicht gleich von Anfang an in Instinct hereingelegt? Frage ich mich. Also in die Wand. Könnten wir doch mal machen, oder? Wäre doch vielleicht ein bisschen schöner gebaut wie andersrum. Da kommt jetzt gleich Wasser. Und will mich wegspülen. Und dann könnten wir hier eigentlich auch gleich mal gescheite Kabel nach unten verlegen. So, ich bin da. Wo bist du? Blinde Kuh. Geh mal weg. Das lassen wir mal so. Eigentlich ist es ja ziemlich doof, was ich da die ganze Zeit gemacht habe, dass ich das hier so offen habe liegen lassen. Hä? Ah. Mal natürlich die Painting Maschine gleich wieder anwerfen. Die im Moment leider keinen Strom hat. So, wie viel Kabel haben wir gebraucht? 49. Dann müssen wir hier noch welche machen. Irgendwo haben wir das vorbereitet schon. Jetzt haben wir wieder keinen Platz mehr. Aber irgendwo, warte. Haben wir da noch Sand? Ich weiß jetzt nicht, weshalb hier so ein Ding hier rumliegt. Oh.
Gut, Kabel haben wir genug. Dann setzt man das einfach mal da dran. Ja, das war falsch. Wir werden wahrscheinlich hier unten auch noch Strom brauchen. Und dann müssen wir die Leitung wieder verlegen. Ist ja Schwachsinn. Mal was snacken hier. Also eigentlich könnten wir auch direkt darüber gehen. Weil die connecten, ja. Ach nee. Ach nee, da haben wir Glas. Warum hängt das jetzt? Da haben wir die Lampe verbaut. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum das leckt oder hängt oder wie auch immer. Leckt es? Okay. Kabel verlegen. Oh, da ist noch. Ist nur ein falsches. Sehr gut. Also. Wo gehört das hin? Ah, hier. Und das hier. Aua! Hey, wo hat er jetzt den Block hingesetzt? Unten rein. Wo macht denn der sowas? Aha. Der macht nicht, was ich soll, was er soll. So. Er kommt nämlich da wieder drauf. Die zwei passen nicht mehr rein. So, jetzt. Jetzt passt es. Eine lange Leitung verlegt. Das hier können wir jetzt wieder. Also warte mal, wir brauchen erst einen Cobblestone. Dann müssen wir uns schnell chiseln. Im Fliegen. Seht ihr das? Im Fliegen chisel ich.
Und hab Glück, dass ich nicht ganz abstürze. So, da war er richtig. Oh, was habe ich denn hier für einen Blödsinn gemacht? Ich Hampelmann. Hab die unendliche Wasserquelle versiegen lassen. Aha. Amateur. So, jetzt nach unten fließt der Strom. Ja, und die drin, die bleiben da auch. Aber wir legen hier jetzt neue rein. Und zwar von denen hier. Brauchen wir keinen. Ich muss mir das alles gerade erstmal vorstellen, wie ich das bauen will. Deshalb ist es ein bisschen, ja, man könnte sagen, tricky. Aber das wird alles. So, hier kommt jetzt Limestone hin. Das passt. Und dann war mein Gedanke, dass wir hier das auch noch mal so bauen. Kommt hier die Türe hin. Das passt ja jetzt wieder nicht. Das sieht ja jetzt wieder kacke aus. Durch das hier. Ich brauche hier zwei Platz auf beiden Seiten nochmal. So. Oder wir machen da eine große Türe hin. Eine doppelte, dann sieht es nicht ganz so gedrungen aus. Urubo können wir mal wegmachen. So, dann kommt der Carpenter dort hin. Und dann kommt es so. Ja. Das sieht ein bisschen besser aus. Die Lampen passen wieder nicht. Müssen wir doch eine einfache Türe machen. Manometer! Irgendwie fühle ich mich gerade so, als hätte ich das irgendwie nicht richtig im Peil, was ich bauen will. Eigentlich ja schon, aber es muss auch symmetrisch sein, so ein bisschen. So, jetzt. Sieht es symmetrisch aus, aber leider mit einer großen kleinen Türe. Aber wenn da dicke Menschen kommen, die werden da zusammengepfercht und dann passt das auch wieder. So, wir brauchen, wir müssen das Jetpack laden. Ja, Jetpack. Hallo und danke.
Baumfarm läuft. Das ist schon mal gut. Wir organisieren uns gerade einen Rubber-Vorrat. Umbau ist soweit abgeschlossen. Ich werde jetzt bis zur nächsten Folge die diese Teile hier machen, die Coverblöcke. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.